die Grünen, die Kollegin Katja Kohl. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die guten Nachrichten zuerst. Die Sicherheitslage im Kosovo hat sich weiter verbessert. Das deutsche Feldlager in Prizren ist geräumt. Die deutsche Beteiligung an den operativen Reservekräften konnte beendet werden. Und faktisch sind nur noch 70 Bundeswehrsoldaten vor Ort. Da stellt sich aber schon mal die Frage, warum wir jetzt immer noch ein Kontingent von 400 mandatieren sollten. Ein Mandat für 100 Soldaten würde ohne Reservebataillon doch völlig ausreichen. Dafür haben wir noch keine ausreichende Begründung von Ihnen gehört. Der Umfang des Mandats ist aber nur das kleinere Problem. Schwerwiegender ist die faktische Veränderung des Auftrages. Trotz aller Warnungen seitens der UN und der NATO hat die kosovarische Regierung gegen den Protest und Widerstand der serbischen Minderheitsabgeordneten den Aufbau militärischer Streitkräfte im Parlament durchgesetzt. Dabei wurde die in der Verfassung vorgesehene doppelte Zweidrittelmehrheit, bei der auch die Abgeordneten der serbischen Minderheit hätten zustimmen müssen, bewusst umgangen, indem man das Wort Armee nicht wörtlich ins Gesetz geschrieben hat. Dennoch werden die Sicherheitskräfte, Kosovo Security Forces, im Gesetz nunmehr als Professional Armed and Authorized Military Forces bezeichnet und erhalten ein ausdrückliches Mandat zur Landesverteidigung. Es werden militärische Rangbezeichnungen und Uniformen sowie eine militärische Kommandostruktur eingeführt. Es überzeugt also nicht, wenn die Bundesregierung in der Begründung des Mandates schreibt, das Recht der Republik Kosovo auf Schaffung regulärer Streitkräfte im Einklang mit den Bestimmungen der kosovarischen Verfassung wird von der Bundesregierung grundsätzlich anerkannt. Hier hat die kosovarische Regierung eben gerade nicht im Einklang mit der Verfassung gehandelt. Und der Aufbau einer kosovarischen Armee ist ohnehin völkerrechtlich, aber auch sicherheitspolitisch hochbrisant, weil sich dadurch die bestehenden Spannungen weiter verschärfen und eine politische Einigung erschwert wird. Noch im Dezember hat deshalb NATO-Generalsekretär Stoltenberg gewarnt, der geplante Schritt komme zur Unzeit, laufe dem Rat vieler NATO-Partner zuwider und könnte sich negativ auf die Aussichten auf die euroatlantische Integration Kosovos auswirken. Sollte das Mandat der Kosovo Security Forces erweitert werden, so Stoltenberg, sehe sich die NATO gezwungen, ihr Engagement in dem Land auf den Prüfstand zu stellen. Es war dann letztlich Trump, der sich kurz darauf von der NATO-Position distanzierte und stattdessen die Ausrüstung mit US-Waffen und Fahrzeugen zusicherte. Das kann aber für uns nicht automatisch bedeuten, dass die berechtigten Bedenken, die sowohl die NATO als auch die UNO zuvor geäußert hatte, jetzt eine Prüfung des Auftrages obsolet macht. Im Mandat steht als Auftrag der Bundeswehr die Unterstützung des Aufbaus dieser Kosovo Armed Forces. Wie genau soll diese Unterstützung aussehen? Und was macht die Bundeswehr denn überhaupt noch anderes, als den Aufbau dieser Armee zu unterstützen? Sehr geehrte Damen und Herren, meine Fraktion hat das KFOR-Mandat seit 20 Jahren mit ganz großer Mehrheit mitgetragen. Es ging darum, einen Beitrag für ein sicheres Umfeld zu leisten. KFOR ist ein gutes Beispiel dafür, wie aufwendig es ist, selbst in einem noch so kleinen Land mit weniger Einwohnern als Berlin, trotz eines riesigen internationalen militärischen und zivilen Kontingents für eine Stabilisierung der Sicherheitslage zu sorgen. Und wenn dieser Auftrag jetzt wenigstens teilweise erfüllt werden konnte, dann freut uns das alle. Was aber im Kosovo immer noch fehlt, ist die Klärung der Statusfrage. Und dazu braucht es eine politische Einigung zwischen den beiden Nachbarstaaten. Solange es diese Einigung nicht gibt, ist die Entwicklung des Kosovo in vieler Hinsicht blockiert. Die Einigung über die Anerkennung darf jetzt nicht erschwert werden, indem man den zweiten Schritt vor dem ersten macht und gegen den Widerstand der eigenen Minderheiten und unter Umgehung der Verfassung militärische Streitkräfte aufbaut. Hier gibt es noch viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Leider hat die Bundesregierung den Antrag wie immer zu spät in den Bundestag eingebracht, sodass wir nächste Woche wieder nur Sondersitzungen haben werden. Aber Antworten müssen Sie auf diese Fragen trotzdem liefern. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin in der Debatte für die Fraktion der CDU-CSU ist die Kollegin Gisela Mandeler.